So Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal hier, meine Freunde. Herzlich willkommen zum dritten und damit vorletzten Unboxing dieses Jahr. Ja, heute wird es mal um die Feuerwerksvitrine gehen. Komm mal eben her, hier sieht man das nämlich ganz schön. Oh ja. Oh yeah. Drei Pakete erwarten uns hier und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Pakete aufmachen. Los geht's mit dem Unboxing. Ich habe mich mal dazu entschieden, dass wir erst die zwei kleinen süßen Pakete öffnen und dann das große zum Schluss. Das ist natürlich sehr sexy. Leute, einfach heute am 29. sonntags, 20.17 Uhr, also es kam jetzt vor einer Viertelstunde, das ist eigentlich so krank. Feuerwerksvitrine hat quasi so eine Sonntagszustellung eingeführt. Man konnte sich quasi dafür entscheiden, die anzuwählen, und ich dachte mir so, joa. Und ich dachte eigentlich, das kommt heute nicht mehr, aber jetzt ist es doch mal gekommen. Das freut mich wirklich wahnsinnig doll. Naja, fangen wir mal an. Bestellt wurde ganz alleine für knapp 300 Euro in der Sommeraktion. Und ja. So, weiter geht's nach diesem kurzen Cut. Fangen wir mal an mit einem Klassiker. Oh, die Junge, die ist saukalt und nass. Oh Gott, aber in den Transporter war es auch kalt und nass. Die Greenfinger, eine Wirbelbatterie von Xplode. Und da holen wir uns auch ganz schnell das Gegenstück. Und zwar die Asteoriz. Viele von euch werden sie wahrscheinlich kennen. Eine Batterie mit Silberwirbeln. Und ihr wisst es, ich liebe Silberwirbel. Ja, und dann, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, da ist nur noch eine Batterie drin. Jetzt sagen viele, oh mein Gott, Double Deck. Aber nee. Ich sehe gerade überhaupt, es stand auf dem Karton drauf, was es für eine Batterie ist. Nämlich die Heaven Gold. Oh, sieht die geil aus. Gibt es auch schon ewig auf dem Markt. Jetzt habe ich die mal für euch, beziehungsweise für mich. Und ja, holen wir gleich das nächste kleine Paket. Weiter geht's. Ah, ja, Leute, ey. Unboxings sind doch einfach das Schönste, ey. Gibt es zu, komm. Ich stell mir gerade vor, wie so Pyros einfach auf YouTube nur Unboxings angucken. Das wäre einfach schön. Oh yeah. Let's go. Feuerwerksvitrine, was packst du mir hier so Schönes ein? Verpackungsmaterial. Ey, Junge, und Verpackungsschrott vor allem. Schrott. Luftpfeifer. Schrott. Oh Junge, wie viel denn? So, fangen wir hier mal an mit der, wie heißen die, PSP oder wie heißen die? Nee, einfach nur Pyro-Produkt. Die muss doch einen Namen haben. Das ist wahrscheinlich die Pyro-Produkt 7-16 oder 7-16. Muss ich einfach mal gucken. Ich schreibe es euch dann hier irgendwo hin. Ja, sind Crackling-Rosetten, wie man das hier lesen kann. Grüße an Daniel, da habe ich die gesehen. Die fand ich sehr geil, deswegen bestellt. So, dann machen wir weiter mit beliebter Ware von Bothma Pyrotechnik, und zwar den Haludrin. Die war meines Erachtens nach mit Blinkern. Bin ich mir gerade aber nicht sicher. Warte mal. Weißblinker, ja. Genau, das war doch richtig. So sieht er auch aus, der Haludrin hier. Genau, ist die einzige Pyroland-Bothma Batterie, die ich dieses Jahr habe. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Inhalt des kleinen Pakets, und dann geht's an das Eingemachte, Leute. Junge, ist die groß, Alter. Von Catan die Screamer Q Batterie. Was zur Hölle? Geisteskrank groß. Wirklich, Alter. Hätte ich nicht gedacht. Ihr könnt euch denken, es geht hier um Screamer im 20 mm Kaliber, also ist ordentlich schon was. Junge, Junge. Und das bin ich. So. Letztes Paket. Jungs, ey, das hat mich jetzt sogar gezwungen, dass ich dachte, dass ich mich jetzt erstmal hinstelle. Aber ich kniehe. Ich kniehe vor euch nieder. Momentan. Ihr könnt es leider noch nicht sehen. Ja. So schnell geht auch wieder ein Unboxing von 300 Euro. Ist einfach nur krank. Aber das soll an der Sache keinen Abbruch tun, Leute. Denn ihr seht jetzt auch noch schöne Artikelchen. So.
Fangen wir mal an. Ich habe sehr, sehr viele Crackling Balls bestellt. Unter anderem, wie man hier sieht, von Explode. Haben wir die ganzen fünf Mal hier. Oh Gott, das war nicht meine Absicht. So, dann geht's hier weiter mit einer Neuheit dieses Jahr. Die Jackie Chan sind aufsteigende Bodenwirbel. Zweimal. Und hier was Geiles, was super Geiles tatsächlich von der Feuerwerksvitrine. Die Mini-Hurakans von Kialfir. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das sind einfach Circo-Blitze, also wie es die Firma Boot mal vorgemacht hat, beziehungsweise nachgemacht in dem Sinne, weil die hier waren eher da auf dem deutschen Markt, aber mit Zerlegung. Einmal in Mini, also zweimal in Mini in dem Sinne und dreimal in Groß. Und darauf freue ich mich. Uiuiui. Das wundert mich, dass es die auf dem deutschen Markt geschafft haben. Die spanische Marke ist es, glaube ich, hier. 60 Gramm haben wir hier verteilt. Auf drei Blitze. Das ist ordentlich. Wenn man mal überlegt, was da alles rauskommt. So, weiter mit einem Artikel. Oh, endlich habe ich sie, die Sputniks. Eine Neuheit vom letzten Jahr. Jetzt auch endlich in meiner Hand. Ist ein Muss. Ich sag, es ist ein Muss, Leute. Dann geht's weiter. Mit der Funke Red Blue. Man kennt sie. Die Süße. Ich hatte letztes Jahr, glaube ich, die, nicht die Gold Blue, sondern diese andere, aber mir fällt gerade nicht ein, wie die heißt. Jetzt habe ich die Red Blue. Dann haben wir hier von Catan die Inor. Das ist eine Batterie, die abwechselnd Blinker und Kometen schießt. Und die Blinker waren auch sehr dick auf dem Video. Dann habe ich hier zugeschlagen, ganze dreimal. Vielleicht fragen sich so ein oder andere Leute jetzt, was, warum so ein Quatsch? Und ich sage euch, ja, das war Angebot der Sommeraktion von der Vitrine. Und ich dachte, für 2,22 Euro hole ich mir die. Ey, so geil. So, wartet mal, ich nehme euch mal ein bisschen hoch. Genau, wir machen es jetzt mal so. Ich nehme euch jetzt mal ein bisschen hoch und nicht auf den Arm. So, genau. Ja, haben wir hier die Adrenalinbombe. Auch schon ein Urgestein von Leslie. Im Gegenzug kein Urgestein, sondern eine Neuheit sind die Badaboom. Badaboom, so rum. Neue Zerlegerbombenrohre oder Effektbombenrohre. Das Lustige ist, ich habe noch zu Lennart gesagt, mir fehlt dieses Jahr ein bisschen an Effektbombenrohren. Und jetzt habe ich welche in der Hand. Und damit geht es auch direkt weiter. Und zwar auch die neuen Geoshocks. Habe ich schon sehr viele Videos zugesehen. Das erste Video war von Johannes, also Grüße an dich Johannes, falls du das siehst. Auch selber gezündet mit Effekts, also Grüße gehen raus. Sau gute Bombenrohre mit unfassbar geilen Blinkern. Kann ich euch ans Herz legen. Für 10,20 Euro Stück vor allem. So, dann der böse König. Moment mal, eigentlich sollte das böse Baby gratis kommen. Ist mir auch recht. Ja, wie gesagt, gratis Artikel dieses Jahr. Habe ich mir zumindest so ausgewählt. Man hat die Option, man kann sich welche aussuchen. Auch sehr geil. Jetzt brauche ich ein Messer. Ey, so geil. Sind hier die Challenger von wieder Gear 4. Das sind kleine Mini-Leitwerk-Raketen. Wie geil ist das? Ey, so süß, ne? Mir fällt zwar alles im Hintergrund um, aber das ist mir egal. So süß. Freut euch auf diese süßen kleinen Videos, ey. Geil. Ich freue mich auf die süßen Dinger. So, dann hier. Nachdem ich die Geysir Kaliber A sowas von umgehauen haben, jetzt die K2-Variante, die Kaliber C. Krass, ey, freue ich mich auch schon drauf. Wird bestimmt auch geisteskrank heftig. Und ja, jetzt wird es langsam eng hier. Eine Pyroart Einkaufstüte. Ah ja, stimmt, zwei Stück. Geil. Damit ist man noch geil ausgerüstet für die nächste Einkaufstour. Junge, was ist denn das für ein dickes Kaliber, Alter? Alter Schwede. Ich habe gerade keine Ahnung, was das ist, Leute. Auf jeden Fall befindet sich in dem Paket hier noch die Metal. Viermal. Warum auch immer, die war halt todesgünstig. Ich dachte, ich bestelle mir die mal. Das sind einfach so in einem Fächer geschossene Flying Fish Effekte. Nicht jedermanns Sache, finde ich aber geil. Viermal. Aber ey, was ist denn, ey, so leck mich am Arsch, was ist denn das für eine Batterie? Also nicht die, die ich jetzt gerade raushole, aber...
Hier haben wir auf jeden Fall eine Batterie, auf die ich mich sowas von wahnsinnig doll freue. Die Cowboy-Fan von Catan ist eine Fächerbatterie mit Wirbeln und ich liebe Wirbel. Oh, freut euch auf das Video, ey. Oh. Und jetzt, ey, leck mich am Arsch. Was zur Hölle? Das ist die, Alter. Moment. Moment, ey, Leute, wie komme ich denn da jetzt ran? Junge, was geht denn mit der? Junge. Junge, wie, das kommt, das könnt ihr euch gar nicht. Junge, das sieht auf dem Bild aus wie 50 mm. Was zum Fick? Ist natürlich 30 mm, das ist die Heartbeat von Explode. Die hat auch noch einen anderen Namen, aber der fällt mir gerade nicht ein. Junge, Junge, Junge. Alter. Nee, also, ha, das war's jetzt mit dem Video. Geisteskrank, ey. Boah, ich hoffe, euch hat's genauso gemundet wie mir. Ja, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ja, falls es euch gefallen hat, Leute, lasst es mich wissen. Schreibt, wie euch die Bestellung gemundet hat. Vor allem auch das Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Junge, hau da rein und... Wir rollen durch die Stadt, jeder weiß, wer wir sind. Unser Leben nicht das gleiche seit diesem Ring.